Kinder, jetzt kommt was für euch. Wir zaubern einen Zauberstab aus Fundstücken aus dem Wald. Ich habe da Äste gefunden, ich habe da Zapfen gefunden, ich habe Federn gefunden, ich habe ein Schneckenhaus gefunden. Im Wald kann man ganz viele Sachen sammeln. Und da seid ihr dann gefragt, was gefällt euch, was braucht es für die Geschichte, die ich euch jetzt dann gleich vorlesen werde. Und wie wollt ihr das haben? Und keine Mama und kein Papa können wissen, wie das ausschauen soll. Darum dürft ihr das ganz, ganz, ganz alleine basteln. Ihr braucht es dazu noch. Also ich habe da jetzt Pardo. Das ist so eine Knetmasse. Man kann einen fertigen Salzteig nehmen, man kann einen Ton nehmen. Mein Ton ist leider hart geworden. Jetzt nehme ich einfach mal ein blaues Pardo. Das ist echt euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Das ist ganz, ganz individuell. Dann seid bereit für die Geschichte, dann lese ich euch die jetzt vor. Ab und zu darf auch das Telefon schon dabei. Falsche Seite. Also, die Waldgeister. Macht die Augen zu und horcht gut zu und dann schaut, wie euch ein Waldgeist ausschaut. Ihr seht das ganz alleine für euch. Es begann alles nachts. Meine Mutter sagte immer, Kind, geh nie nachts alleine in den Wald. Da ist es gefährlich. Im Wald, da lauern die Waldgeister. Ja, ja, dachte ich mir jedes Mal. Meine Mutter sieht ja in jeder Ecke Gefahren. Die ist ja ein Angsthase. Aber ich bin schlau und mutig zugleich. So schlich ich mich eines Nachts, als es schon finster war, im Haus in den Wald. Es war ein herrliches Gefühl. Oben Sterne, neben mir ein leises Plätschern eines kleinen Baches und um mich ein kleines Knistern vor lauter Spannung. Was meinte meine Mutter mit Waldgeister? Und warum sind sie gefährlich? Und vor allem, wie sehen diese aus? So viele Fragen gehen mir durch den Kopf. Während ich mich in den Wald pirsche, zischt etwas Schwarzes ganz nah an meinem Kopf vorbei. Puh, hat's mich erschreckt. Was war das? Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ganz starr vor Schrecken stehe ich nun da, kann mich nicht mehr bewegen vor lauter Angst, die Zähne klappern. Da höre ich hinter mir eine Stimme. Hab keine Angst. Mach mal deine Augen zu, dann schau mal, wie dein Waldgeist aussieht. Er ist immer für dich da, wenn du Angst hast. Er beschützt dich. Und wenn du ganz leise bist und hinhörst, dann wird er dir auch Fragen beantworten. Wichtig ist nur, dass du ihn beim Namen rufst. So stand ich nun da, lauschte der Stimme. Doch als ich nichts mehr hören konnte, wollte ich mich umsehen. Es war niemand zu sehen. So bastelte ich mir meinen Waldgeist, genau so, wie er in meinen Träumen ausgesehen hat. Nun habe ich für immer meinen Beschützer. Ja, und jetzt gehen wir mal den Waldgeist basteln. Ich mache meinen eigenen und ihr macht den, wie es ihr denn gesehen habt. Und ich verwende dafür einen Stock. Das wird mein Waldgeist. Mein Waldgeist hat einen Kopf und der Kopf wird jetzt aus Pardo gebastelt. Das kann man rund machen, man kann es eckig machen, das ist euch überlassen. Ihr habt gesehen, wie der Waldgeist aussieht und genauso dürft ihr auch basteln. Meiner, das spricht ein bisschen, das macht
auch nichts. Dann stecken wir es weiter drüben rein. Meiner bekommt da den Kopf. Dann hat er eine Feder als Antenne. Dann bekommt er Haare. Diese Haare, die kann man auch auf der Feder befestigen. Das kann man machen, wie man will. Also ganz, ganz nach euren gesehenen Gedanken, nach eurer Fantasie. Na je, macht auch nichts. Mit einem Ton geht es natürlich besser, weil das Material viel weicher ist. Man kann da leichter Sachen reinstecken. Dann kommt da die Schneckenhaus drauf. Man kann dann auch im Ton die Schuppen von den Zapfen reinstecken. Mein Pardo ist leider schon ein bisschen fest. Oder man kann auch rundherum nochmal runterfallen. Oje! Das kann passieren, wenn man kreativ ist. Das macht aber nichts. Meiner kriegt nur ein Auge. Also, ihr könnt den auskleistern, ausmalen oder kreativ sein ohne Ende. Tobt euch aus, macht's wie immer ihr das haben wollt, aber lasst der kreativen freien Lauf. Ihr könnt es machen, was ihr wollt. Es ist nichts verboten, alles erlaubt. Viel Spaß.